Nvidia, wer war das nochmal? Tja, in Sachen News hat man aktuell irgendwie das Gefühl, dass es mit Nvidia irgendwie überhaupt nicht weitergeht. Mit AMD aber sehr wohl. Hallo Freunde von AMD und willkommen zu einem weiteren News-Video am Freitag, unserem liebsten Tag der Woche, wobei ich ehrlich sein muss, der letzte Freitag war, glaube ich, noch ein bisschen schöner, also ja, so als Feiertag halt. Und natürlich passend zum Wochenende präsentiere ich euch heute natürlich die interessantesten News der letzten beiden Tage. Aber das, was ich im Intro schon sagte, trifft heute eigentlich auch wirklich zu. Was ist denn los mit Nvidia? Nvidia sorgt ja normal immer geschickt dafür, im Gespräch zu bleiben. Aber schon seit Tagen, wenn nicht vielleicht sogar seit Wochen, hört man so rein gar nichts mehr von neuen Nvidia-Grafikkarten. Aber völlig egal, es gibt natürlich noch AMD, denn die bekommen heute viel Screentime in den News. Und bevor ihr noch freiwillig ins Wochenende startet, ohne das Video geguckt zu haben, legen wir mal direkt los mit einem kleinen Update. Und das Update betrifft das schreckliche Erdbeben in Taiwan, das mit einer Stärke von bis zu 7,4 leider mindestens 9 Menschen das Leben gekostet hat. Weiterhin werden mindestens 150 Menschen vermisst und man kennt das ja leider, die realen Zahlen, die werden sicherlich leider noch deutlich höher sein. Aber auch die Wirtschaft ist natürlich vom Beben betroffen. Das berichtete ich ja bereits im letzten News-Video. Denn TSMC, der weltgrößte Chipfertiger, musste durch das Beben natürlich einige Rückschläge hinnehmen. Diverse Fabs wurden stillgelegt und große Reparaturen standen natürlich auch an. So stieg die Sorge vor Fertigungsproblemen natürlich massiv an, sodass es nicht unrealistisch ist, auf Dauer mit noch höheren Chippreisen zu rechnen. Nun gibt es aber zumindest ein wenig Entwarnung. TSMC soll immerhin 70% der Fab-Fertigung wieder am Laufen haben. Nicht nur das, die neueste Fab 18 soll sogar schon bei 80% liegen. Und das ist noch weit entfernt natürlich von einer vollen Leistung, aber das meiste läuft immerhin wieder. Grund ist auch, dass das Beben in der Umgebung von TSMC nur mit 4 bis 5 gemessen wurde und die Fabs darauf natürlich auch ausgelegt sind. Es läuft zwar das meiste wieder, trotzdem sind die Sorgen damit natürlich jetzt nicht komplett ausgeräumt. Denn TSMC ist ein Unternehmen, das in Sachen Aufträgen normal immer zu 100% ausgelastet ist. Und irgendwo werden die Kapazitäten natürlich am Ende fehlen. Wir Gamer hoffen nur, dass hiervon natürlich nicht Nvidia und AMD in großem Maße betroffen sind. Bei VIP SCDK hingegen läuft es wunderbar, wobei wohl nicht wunderbar genug, denn die buchen immer mehr Sponsorings bei mir. Naja, von Wasser und Brot, da bin ich jetzt so langsam mal runter. So langsam kann ich mir auch mal wieder Kaviar und leckeren Champagner leisten. Mein Dank geht natürlich an den heutigen Videosponsor. Es soll Zuschauer geben, die meinen Dauersponsor und Lieblings-Keystore VIP SCD-Key noch nicht kennen. Das wollen wir aber schnellstmöglich ändern. Denn bei VIP SCD-Key bekommst du neben Keys für PC-Games auch massenweise an Software. So natürlich auch die beliebten Bestseller. Der eine ist natürlich Microsofts Windows 10 Pro, das ihr übrigens weiterhin kostenlos auf Windows 11 upgraden könnt. Oder ihr nutzt einfach direkt den Key zur Windows 11 Installation. Schlanke 19,98 Euro werden fällig, aber mit dem Rabattcode SKMonty 10% gibt es nicht 10, sondern 25% Rabatt und euer Windows 10 Pro kostet nur noch 14,98 Euro. Das gleiche machen wir mit Office 2019 Professional Plus. Aus 60,09 Euro werden so kurzerhand sparsame 45,07 Euro. Günstiger geht das fast nirgends. Ja, und dann klickt ihr auf Bestellung absenden, wählt möglichst PayPal als Zahlung aus und in wenigen Minuten habt ihr euren Key und könnt ihn direkt aktivieren. Einfacher geht's nicht, die Links findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Nun viel Spaß mit VIP SCD-Key. Wer sich innerhalb des letzten Jahres eine SSD gekauft hat, der wird sich teilweise verwundert die Augen gerieben haben. Denn was ist denn mit den Preisen passiert? Denn ja, eigentlich wartet man ja auf den Zeitpunkt, an dem das Terabyte bei SSDs günstiger wird als bei HDDs. Davon sind wir aber noch weit, weit entfernt. Denn was aktuell passiert, ist das Gegenteil. SSDs wurden die letzten Monate massiv teurer und das Ganze wird sich wohl noch ein bisschen steigern. Problem ist, wie aktuell natürlich überall, natürlich der extreme KI-Boom, der der Tech-Branche aktuell unfassbare Umsätze beschert. Und für die entsprechenden Serverfarmen sind natürlich auch Unmengen an Enterprise-SSDs nötig. Diese sollen aber allmählich knapp werden. Und Business Korea berichtet nun davon, dass Samsung auf diese Knappheit mit massiven Preiserhöhungen von bis zu 25% reagiert, die im zweiten Quartal dann durchgesetzt werden sollen. Und das ist deutlich mehr als die normal anvisierten 15%.
Auch die bekannte Seite TrendForce berichtet halt Ähnliches, allerdings durch die Bank für alle Hersteller von Server-SSDs. Allein die Wafer der Chips sollen um bis zu 10% teurer werden. Und nun gibt es die schlechte und die gute Nachricht zugleich. Natürlich werden davon auch Client-SSDs für den gemeinen Gamer nicht verschont bleiben. Die schlechte Nachricht ist daher, auch diese werden natürlich spürbar teurer werden. Die gute Nachricht, zumindest laut TrendForce, nicht ganz so extrem wie im Enterprise-Sektor. Denn nur 10-15% Aufpreis werden hier für das zweite Quartal erwartet. Na klar, das ist immer noch ordentlich viel, aber man sollte hier einfach mal optimistisch sein. Fakt ist aber, für unter 50 Euro für eine 1TB PCI Express 4.0 SSD, das ist mittlerweile völlig utopisch. Es bleibt dabei, HDDs sind pro Terabyte weiterhin massiv günstiger. Wer aber jetzt eine SSD benötigt, sollte besser heute als morgen zuschlagen. Gerne natürlich über einen meiner Links in der Videobeschreibung. Man stellt sich ja bei der hohen Leistung eines Ryzen 7950 X3D oder 7800 X3D durchaus die Frage, brauchen wir eigentlich schon jetzt eine neue CPU-Generation von AMD? Naja, irgendwie nicht so wirklich. Ne? Maximal RTX 4090 Besitzer können davon nämlich wirklich profitieren. Aber vergesst nicht die nächste GPU-Generation, die noch schnellere CPUs erfordert. Und so hat AMDs Ryzen 9000 Generation, glaube ich, sicherlich dann doch einen Sinn. Die 9005 CPUs für den Desktop sollen ja bereits im zweiten Halbjahr 2024 erscheinen und teils bis zu unfassbaren 40% mehr Leistung mitbringen. Naja, zumindest laut der Gerüchteküche. Ich glaube nämlich nicht ganz daran. Das Gute ist aber, man kann die aktuellen AM5 Mainboards weiter nutzen. Und dass es mit Ryzen 9000 vorangeht, beweist jetzt ein BIOS-Update für eben einige dieser AM5 X670E Mainboards von Asus übrigens. Denn natürlich werden neue BIOS-Versionen immer haarklein überprüft und so konnte hier nun ein Eintrag mit dem Namen FireRange PI gefunden werden. Was erstmal ziemlich unspektakulär klingt, aber ganz klar auf die Vorbereitung auf Zen 5 hinweist. Auch wenn die Bezeichnung FireRange jetzt eigentlich sogar auf die nächste mobile AMD-Generation hinweist. Wenn man sich den Zeitpunkt dieses BIOS-Releases so ansieht, könnten die neuen Zen 5 CPUs übrigens schon näher sein als gedacht. Aktuell vermutet man ja einen Zeitraum so von Juli bis September. Erste echte Infos von AMD selbst werden wir aber wohl erst auf der Computex im Juni erfahren. Von AMDs Ryzen 9000 springen wir jetzt direkt rüber zu AMDs RX 8000 Grafikkarten mit ADNF4 Architektur. Diese sind deutlich interessanter, da es hier natürlich aktuell heiß hergeht in der Gerüchteküche. Jedenfalls heißer als bei Nvidia, denn da ist aktuell ja ziemlich tote Hose angesagt. Aber trotzdem ist diese News jetzt nicht unbedingt brandheiß. Aber auch hier gibt es nun einen ersten fast offiziellen Hinweis von AMD zur ADNF4 bzw. dem Navi 48 Chip, der wohl die Speerspitze aus dem neuen Programm darstellen soll. Und ja, die aktuelle Gerüchtelage ist ja immer noch auf dem Level, dass die maximale Leistung hier unterhalb der 7900 XTX angesiedelt sein soll und es keine High-End-Grafikkarten von AMD geben soll. Hier gibt es jedenfalls nun einen ersten Patch mit Erstkonfigurationsdateien für die neue GPU NV48. Es ist übrigens ganz interessant, dass auch Nvidia mal einen Chip mit gleicher Bezeichnung hatte, der allerdings schon 20 Jahre alt ist. Ja, viel mehr Infos gibt es zum NV48 zwar nicht, aber das ist nun die erste, eigentlich schon fast offizielle Bestätigung von AMD zu eben diesem Chip. Und damit werden die bisherigen Gerüchte ja quasi auch bestätigt. Und da ist die Befürchtung natürlich groß, dass auch das Gerücht des fehlenden High-End-Chips ebenfalls stimmt. Ich halte euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Kennt ihr eigentlich noch das Spiel Hellblade: Senua's Sacrifice von 2017? Meine Fresse, was da dieses Spiel gut aus. Und ganz ehrlich, das tut es auch heute noch. Die Stimmung im Spiel war der Wahnsinn. Und ja, ich gebe es zu, durchgespielt habe ich es nie. Ich habe mich einfach nur an der Wahnsinnsgrafik ergötzt. Und Teil 2 ist auch schon lange angekündigt und soll nun noch endlich am 21. Mai erscheinen. Basis wird natürlich die Unreal Engine 5 sein, die schon in einigen Spielen ganz gut zeigen konnte, was ja in ihr steckt. Hellblade 2 soll aber wohl das Maximum aus dieser Engine kitzeln und extrem fordernd an moderne Hardware sein. Und zwar so fordernd, dass die aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X mal wieder mit den typischen Konsolenproblemen daherkommen werden, nämlich 30 FPS bei maximalen Details. Was ja jetzt gar nicht so schlimm wäre, wenn es halt einen Performance-Modus geben würde. Aber genau das soll es laut Tom Rowan nämlich nicht geben. Die Consoleros müssen wohl mit 30 FPS vorlieb nehmen, was im Jahre 2024 ein absoluter Witz ist.
Was wurden uns vor Release der Xbox Series X und PlayStation 5 noch große Versprechen von 4K mit 60 FPS gemacht? Geblieben ist davon genauso viel wie bei der PlayStation 4 Pro damals. Die FPS sinkt nämlich immer weiter ab. Am lustigsten finde ich ja eine der Begründungen für die 30 FPS vom VFX-Director Mark Slater-Tunstall. Er meint nämlich, dass sich das Spiel wie ein Film anfühlen soll. Und Filme laufen ja bekanntermaßen mit 24 FPS, was aber nur damit zu tun hat, dass wir uns einfach nicht an höhere Frequenzen bei Filmen gewöhnen können, ja? Filme in 24p finde ich auf jeden Fall ziemlich klasse und das soll auch so bleiben, aber Spiele, das ist doch was ganz anderes und das ist schlicht eine ziemlich blöde Ausrede, zumindest meiner Meinung nach. Die Richtung ist, wie ich finde, zumindest eine ganz falsche und da sieht man eine PlayStation 5 Pro doch wieder in einem ganz anderen Licht. Ich bleibe dabei, 60 FPS bei modernen Spielen müssen einfach fix sein und die Spiele auf dieser Basis entsprechend angepasst werden. Aber keine Sorge an die PC-Gamer, am PC gibt es natürlich 60 FPS oder vielleicht sogar mehr. Komisch eigentlich, oder? Es soll sich doch anfühlen wie ein Film. Spieglein, Spieglein in der Hand, wer ist eigentlich der schönste YouTuber im ganzen Land? Naja, jedenfalls willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Ja, ich weiß es, einige von euch glauben, ich bin so eine Art Gottheit. Der oder ein Hardware-Gott, der vielleicht tausend oder mehr Jahre lebt und immer jung und schön bleibt. Aber Leute, ich muss euch enttäuschen, ich bin einfach ein ganz normaler Mensch. Boah, hast du schon mal in den Spiegel geschaut? Letzte Mal war ich so vor einem Jahr hier, du hast dich sehr stark verändert. Nein! Bin ich das jetzt wirklich? Ja, deinen Rat hätte ich vielleicht eher befolgen sollen, oder nicht? Tja, aber so ist das halt, wenn man selten hier in diese Videos schaut. Dann ist der Schock relativ groß, wenn man sieht, dass auch ich einfach nur ein Mensch bin, der altert und sich verändert. Okay, in diesem Fall ist es sicherlich mal mittlerweile etwas ausladenderer Bart. Glaub mir, ohne Bart sehe ich aus wie 25, mit vielleicht wie 70. Tja, was macht man da denn nur? Ach, wisst ihr was? In einigen Tagen oder vielleicht Wochen wird das Ganze sogar noch schlimmer werden. Dann werde ich nämlich komplett grau bzw. vielleicht sogar ganz weiß vor die Kamera treten. Ja, dann bekommt der Super Wexi wohl den Schock seines Lebens. Was schade ist, dass ich nicht sehe, wie ihr euch so im Laufe der Zeit verändert habt. Fakt ist aber, die Veränderungen sind genauso gewollt. Ich bin halt keine 20 mehr. Teure Soundchips auf Mainboards interessieren doch niemanden mehr, oder? Naja, das dachte ich zumindest bisher, aber manchmal holen einen nicht nur die Spiegel, sondern auch die Umfragen auf den Boden der Tatsachen zurück. Ist dir ein guter Soundchip auf deinem Mainboard wichtig? Ich gebe es zu, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, 15%, denen das Teil super wichtig ist, die hat das schon eher, aber dass 36% das immerhin noch etwas wichtig finden und damit über 50% einen guten Soundchip wollen, das war mir überhaupt nicht klar. Die Frage ist nur, hört ihr den Unterschied denn eigentlich? 28% finden das Thema aber nicht so wichtig. Ja, da ordne ich mich jetzt auch mal ein. Und das, obwohl ich gar nicht mit Headset zocke. Aber okay, ich gebe es zu, ich habe eigentlich immer dickere Soundchips in meinen Rechnern. Aber auch wenn mal günstigere PCs hier stehen, bin ich soundmäßig eigentlich immer ziemlich zufrieden damit. 12% finden das Thema ja unwichtig, da sie halt nur mit dem USB-Headset zocken. Und ich dachte, 90% von euch zockt mit einem USB-Headset. Ja, was nutzt ihr denn eigentlich alle so für Lautsprecher? Ich weiß, so eine Umfrage gab es vor kurzem schon mal, aber ich bin einfach zu faul, die jetzt rauszusuchen. Daher gibt es hier heute einfach nochmal. Also mitmachen und WLAN und Bluetooth-Kabel gewinnen. Und weitere 9% halten das Thema sowieso für unwichtig und haben andere Gründe dafür. Tja, selten habe ich mich im Vorfeld so vertan. Soundchips sind halt weiterhin ziemlich wichtig für euch. Daher werde ich das Thema bei entsprechenden Mainboards auf jeden Fall ein bisschen mehr berücksichtigen. Aber nur wenn alle, die bisher nicht abonniert haben, auch berücksichtigen, dass sie das ändern müssen. Ein Abo ist nämlich kostenlos, der Klick tut nicht weh und macht mich doch noch dazu unfassbar glücklich. Also gebt euch einen Ruck auf dem Weg zu 150.000. Erst dann dürft ihr nämlich ins wohlverdiente Wochenende gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. We'll be right back.